Das ist der 5 Zoll iFlat Nazgul 5 mit einer Runcam 5 Kamera. Vorne befindet sich die gute KDX Rattle FPV Kamera, die ein tolles Videobild liefert. Innen ist ein F4 FC mit 45 Ampere ESCs. Die Motoren sind die Xing E 2207 mit 2750 kV, also 4S. Der Videosender ist gut, mit 25 bis 600 mW über OSD einstellbar. Die Videoantenne ist hinten gut befestigt, als auch der FR-Sky-Empfänger. Alle Motoren sind zusätzlich mit dem Kunststoff geschützt, was aber nicht notwendig ist. Hier sollte man immer darauf achten, dass die Motorschrauben nicht locker sind. Im Lieferumfang gibt es zwei Akkupolster, Ersatzschrauben, Einstellungsboard für die KDX Rattle Kamera, zwei Akkustraps und ein weiterer Satz 5140 Propeller. Der Nazgul wiegt 336 Gramm. Mit einem 1500 mAh Akku 542 Gramm. Eingebaut ist ein F4 Flugcontroller mit 40 Ampere D-Shot 600 ESCs. Ich hätte hier schon lieber den neuen Stack mit F7 FC und 32-Bit ESCs. Dann könnte ich unter Betterfly 4.1 die RPM-Filter nutzen für noch eine bessere Filterung der Vibrationen. Aber der Nazgul 5 fliegt so schon perfekt, deswegen ist der F4 FC vollkommen ausreichend. Hinten sitzt eine omnidirektionale Antenne mit einem SMA-Anschluss. Die Antennen von Empfänger finde ich gut platziert, aber nicht robust genug. So verliert man den Antennenschutz schon nach einem Sturz. Eingebaut ist hier der FR-Sky RXSR-Empfänger. Die Xing E-Motoren sind 4S mit 2750 kV. Obwohl günstige Motoren, laufen diese super gut. Als Einsteiger empfehle ich, direkt 6S-Version zu kaufen mit 1800 kV Motoren. Der einzige Unterschied bei 6S-Version sind die Motoren, die langsamer drehen mit den 1800 kV. Und hier meine komplette, perfekte Nazgul 5 Ausrüstung. Der Nazgul 5 ist hier die 6S-Version mit der optional gekauften Runcam 5 Kamerahalterung. Diese hat sogar einen ND8 Filter, der auch als Schutzscheibe dient. Natürlich passt eine GoPro Session auch da rein. GoPro Session 5 wäre natürlich das Optimum, aber inzwischen nicht mehr zu kaufen. Die besten Propeller finde ich die Haku Prop mit einer 3,1 Steigung und 5,1 Zoll Größe. Mit dem Propeller fliegt man präziser, gerade bei niedrigen Drehzahlen, was ich bei einem Freestyler wichtig finde. Achtet bitte bei der Montage der Propeller auf die Drehrichtung. Bei dem Nazgul ist diese invertiert in die Richtung zum Flugcontroller hin. Typischerweise ist die Drehrichtung zu der Kamera hin. Der 1300 mAh 6S Tattoo Airline V3 Akku ist super. Der Akku ist leicht und liefert 120C, also bis zu 156 Ampere Belastung. Da der Akku 6S ist, bleibt beim Vollgas die Spannung recht konstant und sackt nicht ein wie bei einem 4S Akku. Alternativ ist der 120C starke Infinity Akku auch sehr gut. Der 1150 mAh hat aber kaum leichter als der Tattoo Airline ist. Dann habe ich den günstigeren Tattoo 75C Akku mit 1300 mAh. Der ist auch gut und vor allem preiswert. Bei Hobbyking bekommt man noch recht günstige 6S Akkus wie den Rhino Akku mit 50C. Ist etwas knapp, aber der Akku läuft gut. Ist aber etwas schwerer für einen 1000 mAh Akku. Der leichteste 6S Akku ist der Nanotech Plus mit nur 185 Gramm bei 1000 mAh. Auch eine günstige Option aus dem Hobbyking EU Lager. Also langsam werden die 6S Akkus so günstig wie die 4S Akkus. Flugfertig wiegt der Nazgul mit dem Akku 672 Gramm. Als Funke empfehle ich den FR-Sky QX7 Sender. Dann kann man den Nazgul direkt mit RXSR-Empfänger bestellen. X7-Sender kann man später auch mit Crossfire nutzen, was die Sendeleistung und Sicherheit nochmal verbessert. Als Alternative finde ich den X9 Lite-Sender sehr gut. Diese ist die Pro-Version
mit Hall-Sensor-Gimbals, die sehr präzise und langlebig sind. Ein kleiner Nachteil ist, dass der X9 Leitsender einen neuen, kleinen Erweiterungsschacht hat. So braucht man einen Adapter, um mit dem X9 Lite Crossfire nutzen zu können. Wer dann noch perfekter werden möchte, der kann sich einen X9D plus SE Sender mit Crossfire zulegen. Crossfire Mikromodul reicht vollkommen aus. Der sendet bis 200 mW im Vergleich zu dem teuren Crossfire Modul, der 1 Watt kann. Übrigens nur 25 mW sind in Deutschland erlaubt. Und zuletzt kommt noch die beste FPV-Brille dazu. Ich finde mittlerweile die Skyzone mit dem OLED-Display am besten. Die Skyzone nutzt neue, viel bessere, kontrastreiche Displays, die um mindestens 20% besser sind als die Fatshark-HDO-Displays, gerade im Kontrastbereich. Ein doppelter Diversity-Empfänger ist eingebaut, so braucht man nur noch gute Antennen, wie hier die AXII-2. Ein Stromkabel ist dabei für die Nutzung von LiPo-Akkus mit XT60-Anschluss. Der Empfang ist sehr gut, aber nicht so perfekt wie bei einem Rapid-Fire-Modul. Angeblich soll ab November ein Adapter von Skyzone kommen, über den man ein Rapid-Fire-Modul nutzen kann. Das wäre dann die perfekte analoge Brille, die man sogar über den HDMI-Eingang mit dem neuen Fatshark Byte Frost Digitalsystem nutzen kann. Geflogen wird der Nazgul 4S Version mit einem Tattoo A-Line Akku mit 1500 mAh. Nach ein paar Einstellungen der PD-Werte fliegt der Nazgul super, super gut. Air-Mode musste ich nachträglich aktivieren, damit auch die Loopings gut gelingen. Der Nazgul hat gute Beschleunigung, fliegt sehr stabil und gefällt mir als eine Freestyle-Drohne. Die Runcam 5 liefert sehr schöne Videoaufnahmen. Die Farben gefallen mir sehr gut. Für die Runcam 5 oder GoPro Kamera gibt es optional fertige Halterung, die man sich bei Banggood bestellen kann. Ich nutze hier eine 30 Grad Halterung aus Kunststoff von dem Ishin Versatz X220. Etwas Zittern ist in dem Video zu erkennen, das lag an meinen nicht so guten PD-Einstellungen. Aber ansonsten fliegt sich der Nazgul sehr sanft und weich, trotz dem extra Gewicht von der Runcam 5 Kamera. Der Ton der Runcam 5 ist leider immer noch nicht so gut. Die KDX Rattle FPV Kamera liefert ein tolles, buntes Video. Die Rattle ist meine FPV-Favoritkamera. Man erkennt alle Details, ob tagsüber oder am Abend, das Bild der Rattle ist immer super. Bei Vollgas geben sagt die Spannung von dem 4S Akku recht schnell. Es ist besser, sich die 6S Version von Nazgul zu holen, wie ich schon mal erwähnt habe. Mit 6S Akku ist die Spannung stabiler als mit 4S. Mir gefällt der Nazgul 5 sehr gut, er kostet nicht zu viel, hat gute Motoren, eine sehr gute Kamera und fliegt perfekt. Da kann man für den Preis keine besseren Freestyle-Drohne bauen. Daher würde ich den Nazgul 5 jedem empfehlen, ob für einen Einsteiger oder fortgeschrittenen Piloten. Alle Links zu dem Nazgul 5, zu den Akkus, Propellern findest du in der Videobeschreibung unten oder auf meinem Kopterheld-Blog mit vielen aktuellen Coupons.